Gut gemacht. Einige Sehenswürdigkeiten haben bereits merklich höhere Besucherzahlen. Ich bin zuversichtlich, dass wir diesen Erfolg wiederholen können. In Seaside Valley gibt es einige hübsche Orte zum Spazierengehen. Aber die Flusspromenade und den Wald im Süden von Westfield sind die beliebtesten. Sowohl bei den Anwohnern als auch bei den Touristen. Also, bitte erstelle 2 Routen entlang dieser Wege, damit die Leute einfach zu- und aussteigen können. Erstelle zusätzlich eine Route, die diese Wege mit dem Lido verbindet. Nach einem langen Spaziergang würden die Leute sicher gerne am Wasser entspannen. Alles klar, Namen dessen ich nicht mehr weiß. Und damit ein Hallo und herzliches Willkommen an Twitch als auch an YouTube. Ich bin wieder da, habe das Ganze schon mal aufgenommen, bis kurz vor Fahrtende das Ganze abgeschmiert ist. Also, kurz erklärt, wir haben 5 Assfahrer und 5 Busse auf eine Strecke schon mal gelegt. Das ist die Mission 1, 2 und 3. Und da müssen wir quasi die 3 Strecken abfahren. Wir beginnen hier mit der Mission 3, das ist also die dritte Stelle. Und Strecke, die müssen wir unter 20 Minuten fahren und das Ganze im Loop-Modus. Und wir sehen hier 19 Minuten 32. Das geht gerade so gut. Und deswegen wollte ich jetzt einfach mal sagen, Fahrt beginnen. Und dann fahren wir die Chose zum dritten Mal. Das erste Mal bin ich sie gefahren ohne Rundfahrtmodus. Das zweite Mal, nee, fangen wir beim ersten Mal an. Das erste Mal mit Rundfahrtmodus. Das zweite Mal Stream abgestürzt und jetzt das dritte Mal. Das ist doch doof. Aber gut, dann fahren wir halt nochmal dieselbe Kacke von vorne. Das ist halt echt doof. Das ärgert mich. Was mich auch ärgert, das passt nämlich noch gar nicht so ganz. So, nochmal ein bisschen kleiner ziehen. Dass wir hier quasi den Chat haben. So. Nee, das war zu weit. Jetzt haben wir es. Okay, los geht's. Blinker setzen. Ja, fahr los. Und den Tempomat raus. Und schwuppdiwupp sind wir auch schon schneller unterwegs. Okay. Kein Fußgänger unterwegs. Aber eine rote Ampel. Und der Tempomat, den haben wir reingemacht. Dummerweise. Ich habe gedacht, wir hätten den rausgemacht. Haben wir leider nicht. Lass mich doch nicht ein. Schlafen. Es gefällt dem Alcoxy nicht. Moinsen, Laser Robin 2000. Aber wir haben ja schon fast 2 Uhr tatsächlicherweise. Fast 2 Uhr. Und du bist noch wach. Das ist ja Wahnsinn. Na gut, ich bin auch der Wahnsinn. Ich bin auch noch wach. Ja, komm, schaffen wir so. Fahren Sie langsamer. Kein Rotlichtverstoß, so muss das sein. Haben wir es eilig? Ich will die Strecke nämlich kein viertes Mal fahren. Habe auch das Spiel auf der PS4. Wette ich mit dir, dass haben das die PS4 eilig, ist. Oder was? Wie gefällt's dir so? Bussimulator? Mir gefällt es ganz gut. Manchmal kann es ein bisschen nervig sein, wenn man nicht immer so ganz weiß, was das Spiel von einem will. Aber trotzdem, hat so einen gewissen Suchtpotenzial. Vor allem, wenn man es mit Lenkrad spielt. Das macht es so ein bisschen besonderer. Ich weiß nicht, ob du nur mit Controller spielst oder auch mit Lenkrad. Also ich habe hier ein Lenkrad, das ist auf der PS3 und auf der PS4 nutzbar, aber funktioniert auch tatsächlich am PC. Da dieses Logitech-Lenkrad. Machen Sie doch mal langsamer. Ja, ist geil. Kann man gut... Scheiße. Da kann man zu gut chillen und entspannen.
Wir haben nämlich eine Haltestelle überfahren. Scheiße, Mann. Wenn wir es schon vom Entspannen haben. Ja, toll. Es wird noch eine Haltestelle gewartet, die ausfällt. Das passt mir auch nicht. Wir müssen das Ganze nämlich im Loop-Modus fahren und das Spiel nimmt das leider sehr genau. Kann man viel falsch machen. Da kann man viel falsch machen. Ja, ich wollte auch mal von einem Zuschauer, wollte ich mal zusammen hier Multiplayer spielen, geht aber nicht. Der zockt auch auf der PS4, aber PS4 und PC, ja, wird mal wieder nicht unterstützt. Das finde ich ein bisschen schade. Das finde ich schade. Immer so dieser Konsolenkrieg, ich hasse das. Statt sie einfach mal beilegen und sagen, ja gut, passt soweit. Verbinden wir PC und PS4-Spieler, aber nein, haben die wohl keinen Bock zu. Weil ich bin mir sicher, im Multiplayer ist das bestimmt Bombe. Mir ist heute nicht nach Arbeit. Bombe. Da fahren dann so vier, fünf Kumpels rum. Der eine kontrolliert beim anderen die Fahrkarten. Funkt dann den anderen an, hey du, hol mich mal an dem und dem Punkt ab. Dann kontrolliere ich noch in deinem Bus, dann fährst du deine Strecke. 10 Minuten später kontrolliere ich Und der Krieger am Ende der letzten Folge von dein Winterfell wurde Bus, rote Ampel tatsächlich gefunden. überfahren. Das stelle ich mir ziemlich nice vor. Ja. Das stelle ich mir nice vor. Vielleicht machen wir Machen die Sie langsam Kopfhörer doch mal. mal weg. Ja, sodass sie runterfallen auf den Boden. So, diesmal überfahren wir die Haltestelle nicht. Hoffe ich doch zumindest. Denn das wäre blöd. Treten Sie mal ein bisschen auf die Bremse. Kein Bock, kein Bock, kein Bock. Toll, jetzt hat sich es ganz verabschiedet. Da ist die Haltestelle, die wir vorhin überfahren Noch haben. ein Tag, dann habe ich endlich frei. Das war nämlich alles andere als eine Glanzleistung. Das war eher Hagen mehr eine in Schmutzleistung. Perfektion. Oh, da sind sie her. Meine Kopfhörer. Ich liebe die Kopfhörer. So, gehalten sind wir von nichts und wieder nichts. Das ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. So, dann machen wir die erstmal aus. Dann stecken wir wieder das Kabel in die Kopfhörer. Ja. Aber in die richtige Hälfte. Hans und Christina verwandt Ist nämlich gar nicht sind. so Ich einfach auch hier. nicht. Das hat mich total Das ist so wie umgehauen. am Lenkrad essen, wenn man kurz bei McDonald's war, McDrive. Das ist auch immer schwierig. Deswegen machen wir lieber mal Pause. 250 haben wir gezahlt. Zwecks rote Ampel überfahren. Das war jetzt nicht das Geilste, was wir jemals gemacht haben. Aber Gott sei Dank sind wir nicht gegen den Baum gefahren. Das Ach, das ist ja wäre richtig gemein. übel gewesen und hätte nicht sein müssen. Das hätte nicht sein müssen. So, Blinker setzen, losfahren. Zack. Und ganz wichtig, nicht überfahren. Sonst meckern die Was Gäste stinkt denn wieder. hier so? Was aber auch verständlich und durchaus berechtigt ist. Zu hupen. Ja, das sollte so passen. Sollte man auf jeden Fall nicht doppelt hören. Es müsste ohne Rückkopplung sein. Was ist eigentlich, wenn wir hier... Ja klar, dann ist es auch dunkel.
Im Webcam-Fenster. Guten Morgen. Murmeln. Irgendwann klingt das nicht mal mehr wie ein Wort. Was laberst du? So hört man was. Auch wenn man die Dialoge schon kennt, aber Schaden tut's nicht. Sollen wir mal gucken, ob wir das hier jetzt schaffen mit dem Tourismusverband hier. Oder ob der noch zig andere Sachen will. Aber die drei Strecken fahren wir auf jeden Fall. Und dann ist aber auch gut mit dem Stream. Weil ich habe jetzt schon tatsächlich die 12 Stunden voll. 12 Stunden vor dem PC und ich merke schon, die Augen tun ein bisschen weh. Tatsächlich. Das ist nicht so nice, das Gefühl. Aber es geht und ist im Anfangsbereich. Ich weiß gar nicht, wie die Leute 24 Stunden Stream schaffen. Ist aber auf jeden Fall auch eine Tortur. Wobei, wenn es Spaß macht, ist man abgelenkt. Winter der Leidenschaft ist auch nach 5000 Folgen noch echt so spannend. Nimmt man das da nicht so wahr? Aber das muss man auch mal fertig bringen. Einfach ist was anderes. Ah ja, ein Follower. Dann habe ich den jetzt hier verschlafen, oder wie? Ach, verdammt! Ich habe vergessen, die Haustür abzuschließen. Kundenservice Amazon. Was wollen die denn? Auf jeden Fall vielen Dank für deinen Follower. Das ist mir dann wohl untergegangen. Warum ist da kein Alert gekommen? Ich habe meinen Mann endlich überredet, Winter der Leidenschaft zu gucken. Muss ich nachher mal gucken. Ist er ein größerer Fan als ich? Woran das gelegen ist. Ah, das war jetzt abruptes Bremsen, war jetzt nicht so gut. Aber es war Schutzreflex. Mein Gott, das überleben die Kunden. Das überleben die Kunden. Genau pünktlich. Habe 8 Stunden. Dada, wissen wir, kennen wir. Kundenservice, jetzt bin ich mal gespannt. Sie haben in Ihrem Amazon-Vorbestellung zusätzlich Geld gespart. Gesamtpreis 5 Euro. Zum Glück habe ich den Bus noch erwischt. Von Ghost Recon Breakpoint. Das ist natürlich schön. Das stört mir jetzt, dass ich da einen Follower nicht gesehen habe. Laser Robin, das finde ich blöd. Und ich hätte nie gedacht, dass Hans und Christina verwandt sind. Okay, ich genau, 5 Euro. Ja, immerhin. 5 Euro nehmen wir. Die nehmen wir auf jeden Fall mit, gar keine Frage. Noch ein Tag, dann habe ich endlich frei. Ja, und da ist es hängen geblieben, warum auch immer. Das war vielleicht übel. Haben wir es eilig? Das war übel. Und ja, wir haben es eilig. Gut, ja. Wir haben es so eilig, dass wir nachher wahrscheinlich wieder abbremsen müssen, weil rote Ampel und so, ne? Könnte ich mir gut vorstellen. Und die Müdigkeit, die siegt auf ganzer Linie. Ja, die dumme rote Ampel. War irgendwie klar, dass die da ist. War klar, dass die da ist. Ich hoffe, du bist wieder da, Laser Robin. Wenn ja, bedanke ich mich für dein Follower, das hier irgendwie untergegangen ist. Ja, die habe ich auch gesehen. Weil ich habe nämlich keinen Alarm gehört und ich habe den nämlich laut genug eingestellt. Deswegen hat mich das geärgert. Und dafür erstmal Entschuldigung, falls du wieder da bist. Hey, was machen Sie so? Tja, ich war. Ich habe es nämlich auf dem Handy gelesen, kam eine Nachricht mit WhatsApp. Da habe ich es dann mitbekommen, ansonsten hätte ich es nie mitbekommen. Na gut, das stimmt jetzt auch wieder nicht. Ist ein bisschen überspitzt.
absolut pünktlich. Danke sehr. Auf jeden Fall nie im Stream. Es ist viel zu heiß draußen. Ja, seien Sie froh, dass die Sonne überhaupt scheint. Ohne die Sonne könnten wir nämlich gar nicht leben. Fahrkartenkontrolle, ohne die kann ich nicht leben. Weil ich ansonsten viel hier, zu wenig bitte. Geld verdiene. Hier, bitte. So. Türe zu, Blinker links und los geht's. Loop-Modus. Ist das wieder Rundfahrtmodus, was wir hier machen? Nee, ich glaube nicht. Loop-Modus beginnt an der ersten Haltestelle und endet an der ersten Haltestelle wieder. Glaube ich. Das ist der Loop-Modus. Auch wenn eigentlich der normale Modus auch ein Loop-Modus ist. Ja gut, wobei, da ist dann die letzte Haltestelle, die letzte, da fährt man nicht wieder zur ersten zurück, bei der man begonnen hat. Aber ist fast das gleiche. Ich fand die Ziege am Ende der letzten Folge von Winter der Leidenschaft kann man etwas sagen, daneben. Fast das gleiche. So, schwuppdiwupp. Ein bisschen schnell, 64 km/h im Kreisverkehr. Kann einiges schief gehen, aber mittlerweile bin ich geübt. Mittlerweile kriege ich das hin. Und dann überholen wir hier mal, damit wir nämlich ganz schnell fertig sind. Ja, gut, Risiko muss man da jetzt nicht eingehen. Ich hätte diesen Burrito ja schon nicht wieder. Ja. Nee, da können wir mal überholen, das kriegen wir hin. Schwuppdiwupp. Wir kriegen alles hin. Rote Ampel wäre jetzt blöd. Ja, noch ist sie grün, noch ist sie grün. Blinker setzen. Und schwuppdiwupp. Gerade umgeschaltet. Schon geschafft. Das war knapp. Das war knapp. Gut, rechts. Da einmal reinfahren. So. Passt. Perfekt. Gut, die Fahrt ist einmal zu Ende. Ja gut, sollte 4 Sterne geben. Passt. Das passt. 11.000 haben wir generiert. Haben wir es jetzt endlich gepackt? Ja, haben wir gepackt. Gut, dann fahren wir die Mission Nummer 2 im Rundfahrtmodus und die Mission Nummer 1 im Rundfahrtmodus. Dann machen wir hier mit der 2 weiter. Die haben wir uns mal angepinnt. Was, 7 Minuten? Ja, die ist ja schnell. Aber im Rundfahrtmodus, dass wir da nicht den falschen Modus nehmen. So, fahren. Passt. Das passt. So, ein bisschen weiter raus. Und das ist die erste Haltestelle. Ja, Rundfahrtmodus kriegen wir hin. Easy peasy. Sollte kein Problem darstellen. So, Dank. Ducky Ducky. Ducky Ducky. Warst du gestern auf dem Konzert im alten Sägewerk? Die Band hat ausgesehen, als würde sie schlafwandeln. Furchtbar. So, komm, gib Stoff, gib Stoff. Ach, rote Ampel. Können wir natürlich keinen Stoff geben. Tempomat machen wir trotzdem raus. Ja. Jetzt schaltet es um. Ja doch, ich glaube, das lohnt sich schon. Den Tempomat lassen wir an. Den lassen wir an, das lohnt sich schon. Die letzte ich jetzt Folge einfach von mal Winter so. Der Leidenschaft hatte so viele überraschende Wendungen. So. Gut, Blinker links, alle sind eingestiegen, fahren wir weiter. Vorne scheint schon wieder die nächste rote Ampel zu sein.
Machen wir mal vorausschauendes Fahren, bevor sich der Stau nicht auflöst. Drücken wir auch gar nicht aufs Gaspedal. Okay, das dauert noch ein bisschen. Jetzt wird's grün. Jetzt wird's grün. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Echt? Warum? Du kommst gar nicht so lustig rüber. Du wirkst eher wie so ein langweiliger NPC. Kommen Sie, meint man ja, wir wären auf einer Rentnerveranstaltung. Ist ja schlimm. Soll ich dir ein Foto von meiner Katze? Schlimm ist das. Boah, Gott sei Dank bist du auf der linken Fahrbahn geblieben, sonst hätten wir ein Problem gehabt, wir beide. Und das hätte nicht sein müssen. Das hätte nicht sein müssen. Oh nein, mein Akku ist schon wieder leer. So ein schön. So ein hässlicher Tag. Hier ist die Fahrkarte. Das hat eh noch keiner gesagt. Was? Ach so, hier ist die Fahrkarte. Hier ist die Fahrkarte, hier, bitte. Na klar. Klar. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Entschuldigung, ich habe ein Kurzzeitgedächtnis wie ein Sieb. Deswegen tut es mir leid, dass ich da nochmal kontrolliert habe. Ja. So. Puh. Zum Glück habe ich den Bus noch erwischt. Moment mal, ist das überhaupt der richtige Bus? Das dauert, bis grün wird. Das dauert. Eine ganz schöne Weile wird das noch gehen. So, komm, komm. Ich weiß nicht, vielleicht bietet es sich hier doch an, mit der Innenansicht zu fahren. Ich war gestern. Mich wundert das halt noch nicht die Frage. Was macht denn der jetzt? Oh. Wechselt der Depp einfach die Fahrbahn? Das soll ein Profi sein? Oder noch schlimmer ein Ass? Das ist ja ein Witz. Ein Witz ist das. Ein Dummer. Hast du die letzte Folge von Winter der Leidenschaft gesehen? Na klar. Ich hätte ja nie gedacht, er wird eigentlich mal gefeuert. Wechselt er einfach die Fahrbahnspur. Das geht ja mal gar nicht. Jetzt habe ich wegen dem Depp. Wo ist die Sterneanzeige hin? Verschwunden. Okay. Können wir wohl nicht einsehen. Ist halt so. Ah, oh, das Wetter ist einfach wundervoll. Hallo. So, wollen Sie auch noch mit? Nö. Gut. Mann, da wechselt er einfach die Spur, der Jocke. Gut, hier geht's weiter. Rundfahrtmodus. Einmal hier durch die Stadt. So. Und dann da einmal links und dann ach, rechts. Verdammt! Ich habe vergessen, die Haustür abzuschließen. So, Verkehrsschilder immer beachten. Passt. Toll. Umgeschalten. Das ist nicht gut. Dann machen wir eine Fahrkartenkontrolle. Bitte. Klar. Hier. Bitte. Hier, bitte. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Ich dachte, ich hätte eine gekauft. Okay, ansonsten sind alle neu hinzugekommen. Das passt. Links. Hat das Huhn da gerade die Straße überquert? Grün. Grünes Licht für einen Rotlichtverstoß. So war das jetzt nicht gemeint.
So war das nicht gemeint. Was? Wie bin ich denn hier gelandet? Die rote Ampel, die nerven mich. Das ist nicht mehr schön. Die geben einen nämlich echt ziemlich auf den Wecker. Die Ampeln. Oh je, nochmal eine. Wenn man vom Ampelteufel spricht. Dann geschieht es um einen. Ich glaube, ich habe gerade ein UFO gesehen. Okay, dann fahren wir noch hier alles ab. Gehen uns einen ab. So. Halten wir natürlich noch fristgerecht in der Haltebucht. Das ist ganz klar, so wie sich das gehört. Dann setzen wir einmal noch den Blinker nach links. Das Wetter ist einfach wundervoll. Wollen wir mal gucken, falls ein neuer Follower kommt, dass ich das nicht verschlafe. So ein schöner Tag. Ach, wie ich es mir nicht erklären kann, wie ich es verschlafen habe. Oh, eigentlich müsste der lange nicht gesehen. Sound ja so laut ertönt haben. Stimmt, letztes Mal war... Ja, genau, damals. Das war als... Ja, echt schön, dich zu sehen. Was hat er jetzt gemeckert? War aber gerade dieser Meckerton an, oder? Komisch. Komisch. Ja, fahr schneller, schneller. Sehr pünktlich, danke. Bitte. Steig da, ja. Da steigen alle aus. Toll, ist wirklich so. Alle sind ausgestiegen, keiner fährt mit. Rote Ampel haben wir sinnvoll überbrückt. An dieser Haltestelle. Komm, das ist ja ein Schnarchverein hier. Du bleibst schön auf deiner Busspur. Auf der rechten Fahrbahnseite. Nicht, dass du auf die Idee kommst, mich zu rammen wie dein Kollege, geblinkt beim Geradeausfahren. Das war natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Perfekte Halteposition, so muss das sein. So ein schöner Tag. Blinken wir jetzt? Jetzt blinken wir. Das sieht man so schlecht bei dem orangenen Bus. Ist echt übel. Genauso wie die rote Ampel hier. Mein Bauch. Die ist auch übel. Immer eine rote Ampel. Immer hier in der City. Das ist schlimm. Schlimm ist das. Hoffentlich kommt bald meine Haltestelle. Ich müsste mal wohin. Ja, das ist die Endstation. Hier dürfen Sie gerne auf die Toilette gehen. Absolut. Hauptsache, Sie beirren mich nicht wieder. Ende. Zurück zur Karte. Gut, dann fahren wir das hier noch im Rundfahrtmodus. Diese Strecke. Aber das machen wir erst im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen und Metal Out. Bis zum nächsten Mal.